Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video im neuen Jahr und hiermit natürlich nochmal frohes neues Jahr. Heute gucken wir uns ein schönes Set mal wieder, nämlich die 6706, die Frontier Patrol, also quasi die Frontpatrouille, aus dem Western-Thema von 1997 mit drei Minifiguren und passenderweise 30 Teilen, die wir haben. Und das Ganze würde jetzt so 5,31 Euro kosten, wenn man das Ganze umrechnet. Das ist eins von den Sets aus dem Western-Thema, das ich sowieso schon sehr, sehr cool finde, und ich finde dieses Set aber aus einigen Aspekten sehr besonders, und es ist auch genau wie der Planwagen, den ich schon mal vorgestellt habe, eins der Sets, die ich aus meiner Kindheit noch total gerne habe. Warum? Gucken wir uns mal an. Als erstes wäre dann natürlich der Busch. Den kennen wir natürlich heute gar nicht mehr. Nein, der ist natürlich einfach dabei als Deko, als kleines Element, damit man ein bisschen spielen kann, aber die Figuren sind das, warum das Ganze so cool ist. Gucken wir uns mal gleich den ersten Herren hier an, der einfache Soldat, sage ich mal. Da mit einem kleinen Sprengstoff in der Hand, vor allem aber die Drucke, die drauf sind, und dem Halstuch. Und dieses Halstuch sehen wir auch bei der Figur nochmal. Und auch hier wieder schöner Druck, und das passt irgendwie alles so. Das ist stimmig, das ganze Outfit. Und besonders ist hier natürlich auch nochmal die goldene Trompete, mit der die Fanfare geblasen werden kann. Und das ist halt total schön. Auch hier der bedruckte Hut, um ihn nochmal als Kommandanten darzustellen. Und weil es Western ist, natürlich auch ein Set, das richtige Schusswaffen beinhaltet. Anders würde das bei Western noch einfach komisch aussehen. Dazu gibt es noch ein schwarzes Pferd. Und mit dem schwarzen Pferd gibt es einen Sattel, an dem noch eine Fahne dran ist, mit diesem ikonischen Logo des Western-Themas, das eben damals schon dabei war und was halt auch einfach dann dazugehört, passend, wie man das halt so mag. Was heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so häufig vorkommt, ist, dass man den Pferden hier so mit einem Stein quasi den Rücken wiederherstellen kann. Das ist schon irgendwie eine sehr coole Sache. Und hier nochmal die drei Figuren im Überblick einfach. Ach, ich finde, das ist ein richtiger Augenschmaus, diese Figuren sich anzugucken. Und damit kann man auf jeden Fall jede Menge Sachen machen. Zusammenfassend würde ich sagen, natürlich ist es eins meiner Lieblingssets, das Set ist total toll. Preislich kann man da auch nichts sagen, gibt definitiv 5 von 5 Steinen für dieses schöne Set. Und mit der klaren Empfehlung, wenn euch das irgendwo mal begegnet, kauft es euch, packt es in eine Kiste notfalls. Irgendwann seid ihr an dem Punkt, wo ihr mal sagt, ah, das Set würde ich mir jetzt gerne mal angucken. Und dann hättet ihr es schon passenderweise da.